glaube, das ist jetzt ein sehr guter Kompromiss, der auf der einen Seite klar macht, dass man die Pflicht zu helfen wahrnimmt, dass man seiner Verantwortung auch gerecht wird. Gleichzeitig ist das hier verbunden mit der grundsätzlichen Idee, dass die Europäische Union dort ein eigenes Aufnahmezentrum etabliert. Das, glaube ich, wäre auch ein wichtiger Schritt nach vorne hin zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik, wenn die Kommission selbst Europa mehr Verantwortung nimmt. Deswegen glaube ich, ist das okay. Wenn Wilfried Kretschmann von den Grünen das jetzt lobt als guten Kompromiss, dann glaube ich, sollten sich alle daran beteiligen, dass dies nicht wieder zerreden.